Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Supergiant 2. Es ist eine Ewigkeit her, dass wir zuletzt irgendwas gespielt haben, ich weiß. Aber dazu gibt es auch logische Erklärungen und alles drum und dran. Dazu kommen wir auf jeden Fall später. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich mal nach langer Zeit hier wieder irgendwie irgendwas reiße im Kanal. Und ja, da die Fortsetzung des Spiels rausgekommen ist, schon seit einer langen Zeit, dachte ich mir, ich spiele das mal wieder. Und ja, also ist wieder alles in Türkisch gehalten. Ich werde das in Annotation hier versuchen zu übersetzen. Und wir fangen dann einfach mal hier an. Also falls ihr euch erinnert, das Spiel wurde von der türkischen Firma Sobby Studios entwickelt. Und es ging um Supercan. Das ist halt dieser kleine Held. Ein Held aus einer Serie. Und das Gute ist halt, also das, was mich halt an dem Spiel so fasziniert, oder dass das Spiel überhaupt gemacht wurde, finde ich cool, weil die türkische Spielebranche ist nicht gerade so groß. Und hier Supercan ist halt so der erste Schritt Richtung Spielebranche in der Türkei. Ja, und das finde ich natürlich gut, denn halt, zum Beispiel Crytek zählt da eher als deutsche Firma, zwar sind die Gründer Türken, aber die sind ja größtenteils in Deutschland, haben halt nur die Firmensitze auch irgendwo in UK und so. Zuletzt hatten wir diesen komischen Roboter-Typen besiegt im Supercan, im ersten Teil vom Let's Play. Und hier versucht er jetzt anscheinend, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Ich trinke neben meinem grünen Tee, falls ihr euch fragt, was das mit den komischen Geräuschen ist. So, wenn das Spiel dann irgendwann mal anfangen sollte. Cesaretin ilham verici. Şimdi bu sesi dinle. Tam 5 dakika içinde sen ve keşfettiğin bu fabrika bir toz bulutu olarak göğe yükseleceksiniz. Seninle sonunda tanışmak neredeyse düşündüğümden daha keyifliydi. Kafanı doğru kullansaydın sen ve ben muhteşem işler başarabilirdik. Muhteşem mi? Yaptıklarının hesabını ödeyeceksin. Also ich spiele jetzt blind, nur zur Info, ich habe das davor noch nicht gespielt, ich habe das vorhin noch runtergeladen. Okay, alles noch beim selben geblieben hier, anscheinend, ja, Submama, Atakapma, Chiptopmama, Opchokulama, Takla, was gibt's denn noch so? Ich kenne sie wohl, ja, okay, das kennt man alle schon, ja. So, damit sammeln wir Müll ein. Ja, in Supercan ging es ja darum, dass man halt einen Held spielt und die Roboter über die Welt übernommen haben und alles voller Müll hier machen. Und als Supercan soll man halt die Welt von dem Müll befreien. Okay, wir attackieren hier jetzt nochmal. Na genau, hier haben wir es. So. Zu dem Thema, warum wir jetzt seit Ewigkeiten hier nichts gemacht haben, das hat ganz einfach damit zu tun, erstens das Studium. Also das Studium hat, also als das Studium angefangen hat, dann ist es gerade nicht so einfach, Fuß zu fassen. Das gilt sowohl für mich als auch für André. Fox, beziehungsweise Janik, der ist in Australien. Und deshalb kann der hier schlecht was mitmachen und da hat er halt etwas später angefangen mit dem Studium. Ja, und das war halt einfach nur schwer, alle zusammenzukriegen. Jeder war mit dem Studium beschäftigt und alles, was dazu gehört. Und ja, das ist 2-3 Jahre her. Also es hat nicht nur mit dem Studium zu tun, da sind noch andere Faktoren mit drin. Aber halt, das ist so der Hauptfaktor,
warum nichts passiert ist. Der andere ist halt umgezogen, der Janik ist noch da, aber ich bin auch umgezogen. Deshalb sind wir halt nicht mehr so sehr in Kontakt wie früher. Zwar haben wir auch immer noch sehr viel Kontakt, aber halt nicht mehr so viel. Okay, was muss ich hier machen? Ich habe jetzt die komische Runde gelegt, wenn da noch was. Ah, ich muss da irgendwas mit dem. Das war doch mit dem anderen, der ist noch drin. So, das mit den Spiegeln hatte ich glaube ich schon im Spiel. Ja, was ist das denn? Laser. Ja, Laser, der. Die Mechanik. In allem Top-Spielen. Also ich muss jetzt hier wohl irgendwie fliegen auf den komischen, wie nennt man die Dinger nochmal? Fällt mir gleich ein irgendwann. Kurz. So, fliegen, sagen wir mal. Okay, ich muss da wohl irgend so einen Spiegel spielen. So. Okay, die Steuerung ist etwas unkonventionell, das ist halt etwas schwierig. Aber das kriegt man schon hin. Jo. Und deshalb ist das halt so ein bisschen schwer mit allem drunter. So, wenn wir ganz viel Glück haben, dann folgt hoffentlich, also folgen hoffentlich bald mehr Videos. Weil das jetzt alles besser läuft. Wieso geht das Ding da nicht hoch? Ah, ne, das muss ich da hinten. Wow. Übrigens ist dieses Spiel mit derselben Engine gemacht wie mein Spiel Sky Titans. Ups. Falls ihr euch erinnert, Sky Titans läuft noch im vollen Gang. Ja, mein Projekt für die, die es nicht wissen. Eine Website gibt es jetzt dazu, skytitans.de, und auf IMDb findet ihr das immer noch weiterhin. Joa. Ich arbeite jetzt auf jeden Fall an einer neuen, an einer etwas verbesserteren Version und will dann hoffentlich damit in Steam Greenlight teilnehmen, also das Spiel dort einschicken. Dann, wenn das Spiel greenlightet wird, hoffentlich, dann dementsprechend ist das dann auf Steam zu finden. Ja, und ich habe noch viel mehr Pläne, aber dazu irgendwann anders, weil das ist ja nicht mein Kanal. Also nicht das Kanal meines Spiels. So, hier da unten soll wohl ein Countdown sein bis zur Zerstörung. Zerstörung von irgendwas. Jo! Und so, weiter zum Spiel. Super Jan ist wie gesagt eine Serie. Das ist glaube ich der erste Held oder der erste Kinderheld überhaupt in der Türkei. Denn dort bedient man sich eher so an amerikanischen Helden oder auch an deutschen Helden, Kindheitshelden. So. Aber so eine wirkliche Marke in der türkischen Zeichentrickbranche gibt es da nicht wirklich. Und Supercan ist halt so der, also der heißt dort nicht Supercan, sondern der heißt Nojan. Ist halt so der erste Einstieg im Kinderheldenbranche oder so. Ja, und die Sobby Studios, die haben halt, also die haben auch vorhin, Moment, steht da. Liest euch das in Ruhe durch. Ich jetzt dazwischen rede, das habe ich vielleicht verwendet. So, Sobby Studios sind halt... sind die... also hießen davor... die hießen... irgendwas hießen die jedenfalls, und sie haben halt Spiele wie Carbus 22 und
weiteres gemacht. Die haben auch Werbespiele für zum Beispiel Citroën C4 gemacht. Also diesen, wie hießen die nochmal? Transformer, so mein Gott, ey. So, die haben das auch mit dem Transformer da gemacht. Darüber hinaus haben die noch ein Spielen wie Super Gen 1 logischerweise. Und die hatten noch ein paar andere Spiele, die fallen mir jetzt alle nicht ein, warum auch immer. Okay, jetzt bin ich hier fertig. So. Ja, das Spiel wird gespeichert. Ich denke eigentlich, dass ich hier das Video beenden kann. Ja, man sieht sich dann bei einem neuen Part hoffentlich. Also ich versuche das Spiel weiter zu spielen. Mal sehen, wie es wird, je nachdem, wie es euch gefällt und wie ihr dazu, also was ihr davon findet, was ihr davon haltet. Oh, was ist das denn? Mache ich das dann weiter. Ja, also ich hoffe, der Kanal wird diesmal weiter fortgesetzt. Also wir sind jetzt alle etwas motivierter, den Kanal fortzusetzen, sage ich mal so. Wenn der Yannick zurück ist aus Australien, hoffentlich gibt es dann auch mehr Spieler-Videos. Wir versuchen jetzt mit André zusammen ein paar mehr Spiele zu spielen. Mal sehen, wie das geht. Aber darüber hinaus schreibt es in den Kommentaren, wie ihr das findet, welche Seite spielen oder welche nicht Leute spielen. Ja, jedenfalls ist das Spiel in Ordnung. Also dafür, dass das so der Einstieg in die Spielebranche ist, gefällt es mir eigentlich ganz cool. Also vor allem das Spiel zieht auch eher Kinder an als für so Hardcore-Spiele. Ich bin jetzt zwar Hardcore-Spieler. Halt für eher so Kinder anstatt Böller-Spieler und so. Und dafür ist das schon ganz gut. Ist auch fordernd und alles. Hat auch einen süßen Charme. Ja, ich denke, das ist schon ganz gut geeignet für Kinder. Weil ich meine, falls euch noch auf den bei den 1000 Jahre alten den letzten Videos erinnert, geht es ja hier um Recyceln und Obst essen und so. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel für Kinder. Ja, man sieht sich dann hoffentlich im nächsten Video. Schreibt in den Kommentaren, falls ihr denn überhaupt noch irgendwie unser Kanal verfolgt. Denn, ich weiß nicht, wir haben unsere Abonnentenzahl ist gestiegen, obwohl wir in 3 Jahren nichts abgeloadet haben. Und das verwundert einen dann schon irgendwo. Jedenfalls könnt ihr, wie gesagt, hinterlasst Kommentare. Die Zahl der Likes und Dislikes wird mir schon sagen, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Ja, das war's dann hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.